Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt auch wieder eingeschaltet haben. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und läutet die Glocke, um auch in Zukunft keinen Content mehr zu verpassen. So, ich für meinen Teil führe jetzt noch ein weiteres zusätzliches Format ein, aber auf demselben Spielstand. Und zwar werde ich es wahrscheinlich nennen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Denn die ganzen Bauvorhaben, die stehen ja relativ still, aber abends will man auch ein bisschen gemeinsam Party machen, so als Waldschrat. Und damit wir auch weiterhin rumblödeln können, werde ich tagsüber ein bisschen in Ruhe bauen. Bauen, bauen, bauen. Unter Umständen auch ein weiteres, nennen wir es Vernichtungslager. Ich habe da schon so ungefähre Pläne. So, dass man die Kannibalen eventuell auf ein Dach locken kann, wo ein Loch in der Mitte befindlich ist, das direkt in einem Leuchtfeuer endet, das durch eine Kabine im Inneren betreten werden kann, so quasi, ja, na, ihr werdet schon sehen. Ich versuche einen Riesenspaß draus zu machen. Fangen wir doch einfach mal an. Ich versuche aber erstmal den Bau im Schneegebiet oben fertig zu kriegen. Da steckt noch eine Menge Arbeit drin. Ja. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Was mich an dem Spiel so ein bisschen stört, sind die Ladezeiten. Wenn es schneller laden würde, wäre das Ganze viel gemütlicher. Viel, viel gemütlicher. Und dauert. Und dauert. Lang. Länger. Noch länger. Oh. Des Weiteren will ich tagsüber versuchen, ein bisschen die geistige Gesundheit wieder in die Höhe zu treiben, weniger Kannibalen zu essen, um abends einfach frischer in den Tag zu starten, ohne irgendwelche Sachen zu hören, die gar nicht vorhanden sind. Wir werden sehen, ob das Vorhaben so in die Tat umsetzbar ist. Oh, immer noch die Kletterachse in der Hand. Ich glaube, damit bin ich von auf den Durst gegangen. Das pflanze ich hier jetzt besser nicht, das vergesse ich nur wieder. Das wäre schlecht. Wassersammler haben wieder füllen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Trinkschlauch auf 100% gefüllt. Dann gehen wir nochmal das Flugzeug plündern. Und eventuell legen wir uns dann direkt mal schlafen, um die Kannibalen zu verpassen. Den Stress, den müssen wir uns jetzt nicht geben. Wobei, genug Rüstung wäre ja vorhanden in jeglicher Hinsicht. Na, fast in jeglicher Hinsicht. Na, so viel dazu. Das Schlafen können wir uns dann wohl sparen. Dann würde ich sagen, schreiten wir zur Tat.
grandios. So, ich stimme erstmal eine weitere kleine Sache ab, die die ganze Zeit schon irgendwie für Schwierigkeiten sorgt. Wir machen das Ganze wieder ein bisschen heller, damit ich im Dunkeln auch wieder ein bisschen besser sehen kann. So, warum hat er denn jetzt die Musik ausgemacht? Geht doch. Moment, war das Lust? Ja. Ja. Das ist auch ein Schwein. Das geht ja schon mal nicht los, dann fehlen ja nur noch zwei. Und irgendwas, ihr kennt das, irgendwas ist immer. Was ist das für ein fucking kurzes Tape? Ich hätte schon gesehen, das war sonst länger. Was soll das heißen? Oh, auch das noch. Auch das noch. Wo soll das nur enden, Leute? Erstmal ein paar Fische kaufen. Damit ich nachher nicht mehr unterwegs habe. Ja. Das haut aber auch rein. So, jetzt ist die Telefone. Jetzt ist die Telefone. Oh, dafür muss ich jetzt erstmal wieder einen aufhängen, um den hier runterzunehmen. Die restlichen drei bin ich mir nicht. Ich weiß ja nicht, was wir drüben im Lager noch übrig gelassen haben. Hey! Ganz schön frech. Ganz schön frech. Aber das ist doch drastisch. Das dachte ich, braucht man direkt wieder aus. Oh, ich frage mich jedes Mal immer wieder, wie zum Teufel sind wir vorher ohne diesen Turm zurechtgekommen? Ewig die Strecke darüber laufen. Das ist ja unglaublich. Voll übel. Wie viele Stunden das gekostet haben muss am Anfang. Na, außerdem macht es viel Spaß. Hoffentlich will ich nicht mehr. Tja, ich habe meinen Kumpel jetzt schon so oft abgerutscht wie den. Aber mittlerweile klappt es ja. Mittlerweile hat er irgendwie den Bogen raus. Ist denn nicht böse hier, mein? Lag ja vermutlich im Gameplay. So. Na, ey. Werft mal einen Blick. Von oben sieht es eigentlich schon ganz geil aus, oder? Nachts macht's noch viel mehr her. So. Mach nochmal. Es ist der neue Teil vom Spiel draußen, sieht noch viel besser aus, aber ganz einfach. Ich finde die Optik hier schon so geil.
Game, das macht schon richtig was her. Dafür, dass das mit unserem kleinen Entwicklerstudio gemacht wird. Super. So. Und jetzt feile ich immer noch an meiner Landetechnik. Ob ich das Ding jetzt gefühlt werde? Schon wieder auf dem Balkon. Das fasst es nicht. Jetzt hüpft schon da hoch. Ohne runterzufallen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Jetzt kann ich hier Aloe Vera pflanzen. Perfekt. Hier komme ich definitiv öfter vorbei als derzeit im alten Lager. Wollen wir mal den Gleiter parken. Und eventuell noch eine Kleinigkeit auf den Grill hauen. Damit man direkt was gefressen hat. Fressi, fressi, fressi. Was machen wir denn? Hängen wir die Fische auf und braten die Äxte, wa? Auf Fisch habe ich gerade keinen Bock. Generell nicht so der Fisch ist. Hey! Bring's wieder rein, das brauchen wir jetzt nicht. Oh. Na, das eine nehmen wir mal da runter. Und die Fischis. Hängen wir auf. Nehmen wir uns die restlichen Fleischstücke einfach mit. Warum denn nicht? Hey, Kopf, was ist mit dir? So viele Köpfe. Wir haben es da. In Mülle und Fülle. Machen wir am besten direkt noch einen draus. Ah, das packen wir erstmal ins Inventar. So. Kleine Rolle. Ich hab die Dinger immer noch nicht richtig ausprobiert. Vielleicht sollte ich das mal tun. Vielleicht rentiert sich das ja. Ich meine, ich hab's schon ausprobiert, aber. Ja, daneben. Toll. Kann ich ihn direkt dabei packen? Nee. Aber jetzt. Jetzt. Muss das Ding extra aus dem Inventar rausschmeißen? Stress. Stress. Dann gib mir mein TNT zurück, ja. Nein, nicht so. Steht das da hin?
Und dann gehen wir den hier zurück. Und wir platzieren den. Boah, geiler Scheiß. Geiler Scheiß. So, haben wir noch genug im Inventar? Klebeband zweimal. Perfekt. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein. Ja, das sind so die Momente, da könnte ich so ein bisschen nicht mehr gehen. Muss der irgendwie auch optisch was hermachen? So. Dann würde ich jetzt aber sagen, schreiten wir langsam mal wieder zur Tat. Ab ins Schneegebiet. Verdammte Wagen. Die will jetzt nicht extra die Symbole einblenden. Das ist doch kacke. Die ganze bunte Scheiße da im Bild. Aber hey, passt. Oh ne. Was ist dann hier los? Ohne Wagen brauche ich gar nicht erst anfangen. Das dauert ja ewig. Nur kurz. Da. Okay. Dies reicht. Stille. Na. Also, allein ich. Irgendwo hier muss er zurückgelassen haben. Da! Oh,
Was ich nicht ganz verstehe. Ich hatte die Axt vollgepackt mit Federn, damit sie schneller ist. Und jetzt sieht man die Federn nicht mehr. Aber ich glaube, ich kann auch keine neuen anbauen. Soll ich nochmal probieren? Ja, komm. Ich glaube schon. War doch Harz, oder? Na, geht nicht. Geht nicht. Geschwindigkeit. Harz und Federn. Einmal Federn, einmal Harz. Nein. Jetzt schon nicht mehr funktionell. Das heißt, rein theoretisch müssen die Federn noch dran sein. Und die Geschwindigkeit ist immer noch hoch. Rein theoretisch. Man weiß es nicht. Wobei er hackt ja schon relativ zügig. Und die Federn sind auch, um ehrlich zu sein, ziemlich eng. Die sind ja nicht hier bei den Indianern, oder? Darauf wollen wir auch gar nicht hinaus. Obwohl, zwischenzeitlich kann man sich hier die Haut hochmalen. Wenn ich mir eine Feder an den Kopf stecke, vielleicht geht es ein wenig zu. Wenn ich nutze, ich hab da irgendwie... Wobei, ich bin schon ziemlich... Vielleicht sollte man hier Man in Black draus machen. Ich mal an, da. Jeder hat einen Kopf. Ja, das sind so die Kleinigkeiten beim Bauen, die manchmal noch ein bisschen stören. Und das ist wirklich ein mega geiles Game. Aber das Bauen gestaltet sich manchmal echt kompliziert und das ist im neuen Teil definitiv einfacher aus. Weil man einfach Freihand bauen kann. Und nicht erst mal so hinstellen muss. Und dann kann man ja auch die Sorgen. Ich würde den neuen Teil echt gerne spielen. Nur, für Konsole heraus ist es halt noch nicht verfügbar. Trauer. Trauer, Trauer, Trauer. Ach, renn, Jungs, renn! Renn! Keller! Keller! Thank you.
Entschuldigt die kurze Abwesenheit. Ich musste die Situationskomik beobachten. Das klingelte an der Tür. Mein Vater hat aufgemacht und schon von Jehovas. Dann hat er den erzählt, brauche ich nicht. Ich will auch nicht den Nudel. Aber hätte bei mir gewinnt, wird jetzt lustig geworden. Ach, hey. Und auch ein neues. Vielleicht legen wir einfach mal das andere Tape ein, oder? Mal reinhören. Guten Morgen! Ja, die musste jetzt bellen, die Zeugen Jehovas standen vor der Tür. Oh je, 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 je. Sie stehen vor dem Fernseher. Ich weiß. Guten Morgen. Bleiben Sie jetzt schon wach oder legen Sie sich wieder hin? Wissen Sie noch nicht, das ist. Ja. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Wir haben gleich 10. Ja, lange, lange hast du noch nicht geschlafen. Ja. Gib den Zeugen Jehovas die Schuld. Der eiert noch hier irgendwo rum. Komm, hau ihn weg. Brate ich mir jetzt noch eine Ecke und beende an der Stelle noch das Video, dann gehe ich noch speichern und ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, haltet die Glocke, um keinen Content zu verpassen und tschüss!